Scheiße, wie fixe ich denn das jetzt? Alles gefixt. So. Bäumchen. Ah, da ist noch was zu essen drauf. Okay, gut. Ah, du hast die Schildkröte schon rein, das Schildkröten-Ding schon reingetan. Okay. Brauche nur Stöcke noch. Ja, das dazu. Steht schon hinten. Ja, ich habe jetzt extra mal zwei Wasserbehälter da, zwei Dinger da reingetan, damit wir ein bisschen Wasser sammeln könnten. Habe ich doch auch schon eins hingestellt, steht hier hinten beim Turm. Ah. Bist du nicht so ganz fertig oder was auch immer? Hä? Was ist nicht fertig? Irgendwas war da nicht ganz fertig. Da vorne. Nein, das ist die eine Stufe, die ich hinzugefügt habe, damit man nicht da mal durch das Loch fällt. Also. Tja, könnten wir bald schon wieder pennen gehen hier an unserem. Ne, dauert noch ein bisschen jetzt. Ich hab so eine Hängebrücke zu bauen zu der Insel da hinten ist ein bisschen gewagt, oder? Ja, was? Eindeutig. Dass wir sagen, wir gehen hinten noch auf die Insel und bauen dann auch noch was hin und bauen quasi hier eine Hängebrücke oder was. Na, warte doch mal ab. Ich will ja hier noch Dings bauen. Hier kommt noch ein Steg hin, wo wir dann unser Hausboot wieder bauen. Hier unser was wir auch schon mal hatten hier, unser ist schon mich. Da, dieses Floß. Ich erinnere mich, ja. Und damit können wir dann auch rüberfahren. Es ist schon wieder so düster. Da. Ich habe euch mal zumindest den Bauplan für das Hausboot schon hingestellt.
Alter. Hä? Oh, oh. Da ist einer von diesen. Wie heißen die, die mit dem Licht auf dem Rücken, Ivan? Das sind Tierhäuptlinge. Das hat irgendwas mich angeklört. Ich habe keine Ahnung. Ah, da kommt's her. Ich werde angegriffen. Oh, Alter. Alter, wie viele sind denn das? Das ist drei. Die sind zu viert. Ja, zu viert sind sie. Tatsächlich. Ab ins Wasser. Ja, ich würde mal sagen, Rückzug ins Wasser. Yep. Der versucht auf jeden Fall irgendwas kaputt zu machen. Ja, geht aber nicht. Also ich hab aus. Aua! Ich lieg am Boden. Ich weiß es nicht mehr. Alter. Ich hab dich gerade noch geholt. Beautiful, ey. Okay. Was ist größer? Kommst du runter mit Schwimmen oder was? Am Anfang sind die Kämpfe noch echt schwer, ey. Oh, Alter. Kommt der da angesprungen? Muss, glaube ich, mal Medizin nehmen hier. Wo sind die? Man sieht die auch so schlecht im Dunkeln. Eine hängt bei unserem Fleischteil fest, anderes. Vor mir, ach du Grüne. Alter. Müssen die nicht langsam auch mal tot sein? Oh, Alter. Ist die ausgewichen? Kann man die nicht auch trocknen, die Beine und Arme? Naja. Yep. Gut, können wir gleich nochmal machen, da mal. Ich mache Knochen jetzt raus, aber dann wäre eine Rüstung. Sind die weg? Scheint so. Ich glaube ja, wir haben sie jetzt fast alle weg. Ich muss mal kurz ans Feuer, ich muss mich mal wärmen. Aufwärmen, aber nicht reinsteigen gleich. Was? Was ist denn hier? Jetzt ist warm.
Was los hast du? Markus, bei dir guckt unten was raus. Pack das Ding mal weg. Aus seinem Rückchen baumelt was. So. War das Speer? Stoff und drei Knochen. So. Pulver haben. So, und dann gehen wir mal eine Runde. Wenn ihr immer noch nicht pennen, Alter, meine Fresse, das dauert aber. So, wenn das Haus fertig ist, dann würde ich erstmal sagen, bauen wir erstmal ein paar Verteidigungssachen, so Zaun und solche Geschichten. Schade. Kann man die Möwen nicht auch erschlagen? Ja, kann man. Habe ich auch schon gemacht. Baby hat doch auch hier mit dem Möwenkopf rumgerannt oder so. Knusper, knusper, knäuspeln. Er knabbert und kämpft sein Häuschen. Oh. So, eine Mauer ist schon mal fertig. Finde ich, sieht besser aus, als wenn da einfach nur der kahle Fundamentholz-Dings da zu sehen ist. Hat irgendwie was. Oder? Ja. So. Oh, eine Spinne. Ah. Oh, schade. Ich dachte, die Spinne kann man auch irgendwie kochen oder so. Tu, es gibt Länder, da wird das wirklich gemacht. Da wollte ich gerade sagen, es soll angeblich in asiatischen Ländern, glaube ich, meistens. Oder Australien oder was auch immer, die machen das gerne. Ich glaube, bei der Größe, die die an Spinnen haben, ist das auch nicht verwunderlich. Ja. Denn ihre Spinnen kannst du nicht mal eben so im Eimer fangen, die passen da nicht rein. Nee, ich will auch gar nicht sehen, was die für teilweise für Viecher haben. So, jetzt haben wir schon mal die Seite fast fertig. So, ja, aber für die ist das auch normal, die stört das nicht so. Ja gut, da sind einige giftige, sehr giftige Exemplare dabei. Ja, aber ich meine jetzt, manche in Europa flippen ja schon aus, wenn sie einen Weberknecht in der Raumecke sehen. Bei denen ist normal, wenn da so ein haariges Ding irgendwo rumliegt. Ja gut, es gibt halt einen Unterschied zwischen ich habe nur Angst, weil es einfach eklig ist, oder ich habe eine Phobie. Es gibt ja so, eine Spinnenphobie, deswegen das ist klar, dass ich da Angst habe, selbst bei einer kleinen Spinne. Kommt ihr mal hier zum Schlafplatz, damit wir mal die Nacht ein bisschen überspringen können? Ja, kann man machen. Einmal schlafen. Schlafen. Ja, es gibt Leute mit Spinnenangst und es gibt Leute, die haben Angst vor uns, die ist die Spinnerangst. Autsch. Ah, schön, man sieht wieder was, toll, das ist schön. Du mit deinem Rock. Ja, jetzt gucke ich hier mal irgendwo. Habe ich nicht irgendwo die anderen Klamotten noch? Ne. Oh.
Ah, guck mal, wieder eine Spinne. Ah, da sind sie. Doch, die Spinne kannst du töten. Ja, töten kannst du es, aber nicht aufsammeln. Die hat gerade Platz, die hat gerade ein bisschen gemacht. Zerplatzt. Wo ist denn ich? Könnte mal regnen, damit wir ein bisschen Wasser einfangen können. Ich kann glaube ich. Das Meerwasser kann ich glaube ich nicht trinken. Du kannst schon, du kannst auch das aus den Pfützen trinken, aber dann machst du. Nee, ich kann das Meerwasser nicht trinken. Ich kann da irgendwie keine Interaktion. Ja, wie gesagt, das sind leider keine. Nicht möglich. Am See, ja, aber ich glaube, im Meer ist schwierig. Stirb, Spinne, stirb. Brennt schon wieder. Fackel du. So. Aua. Hol dir das Reh, Baby. Hol dir das Reh. Nach Buffy, die Vampirjägerin, gibt's jetzt neu. Baby, die Bambi-Jägerin. Kev, du weißt schon, dass du den Schlitten auch nehmen kannst und zurückbringen kannst, ne? Nö. Dafür ist der gedacht. Na, ich wollte eigentlich nur die Treppe jetzt hier fertig machen, aber die hat's ja schon mal. Ja, hab ich schon gemacht. Jetzt wird noch einer. Und dann die Perle für dich. Eigentlich war es nur die wirklich um die Treppe für dich zu machen. Yvonne, wenn du koksen willst, bitte nicht so laut ins Mikrofon. Genau. Ah, da. Erledigt. Treppe jetzt ist. Jetzt ist die Treppe auch fertig.
So, jetzt kann man auch hier hochlaufen, ohne in die Lücke zu fallen. Naja, es ist ja fertig. So falle ich dann manchen Stellen immer noch durch. Das verstehe ich nicht. Naja. Wenn man genau in der Mitte hochläuft, da geht's. Aber an den Seiten ist noch ein bisschen buggy. Also mehr links hochlaufen als rechts. Nee, das geht auch nicht. Okay. Komisch. Wird wieder oben rumgevögelt. Aber sowas von. Ja. Schaffst du dich hier? Hä? Ja, hier? Also jetzt den Stein, aber den Schildkrötenkopf habe ich ja. Ich hab noch einen Panzer gefunden. Fertig. Du hast jetzt die ganze Zeit den Schildkrötenkopf in das Wasser geworfen. Nee. Böse. Ganz böse. Wie so weggedrückt wird, was auch immer. Wieder dunkel, ne? Geht aber schnell. Kev, links neben dir eine Möwe. Warte. Ich gucke gerade wegen Ladekabel und so. Baby macht schon. Baby hat schon, erkannt. Den Jägerinstinkt in sich entdeckt. Ich bin wieder da. So. Ich finde die Lagerstelle hier ist auch echt gut geworden hier. Mit dem Feuer und dem und der Hütte und der Bank ist echt schön. Noch mehr Möwe. Yvonne, die eiskalte Tiermörderin, ja. Rennt hier rum und bringt die ganzen armen Tiere um. Irgendwann sind gleich keine Tiere mehr auf der Insel, weil Baby ist alle weg umgebracht hat. Aber was ist passiert? Ach, du verdurstest. Oh, ich muss die ganze Zeit trinken. Hat der aber irgendwie noch ein, zwei Dosen oder sowas für mich? Das regnet ja nur noch eine. Scheiße. Ich verdurste gerade. Baby, hast du noch irgendwie was für mich? Ich geb dir meine letzte Dose. Oh. Baby gibt dir ihre letzte Dose und mich lässt sie in ihre Hose. Ja, zumindest, im Gegensatz zu dir darf ich an Babys Dose. Na, nur an die Getränkedose, an die andere darf nur ich. Moment! Ich wollte was zu trinken, ja. Ja. Ich wollte was Feuchtes aus Babys Dose. So.
Ich höre doch schon wieder Geschrei von irgendwo. Das Gute ist ja, wir haben ja gespeichert, oder? Also selbst wenn wir jetzt sterben, müssten wir doch eigentlich unser Zeug hier wiederfinden, oder? An dem Haus. Ja. Wir müssen aber, wenn wir sterben, vorher vom Flugzeug aus hier rennen. Ja, das war ja aber nicht so weit. Das habe ich ja auch eben gemacht. Wo ich gesagt habe, ich hau mal kurz ab. Mhm. Also so weit ist der Weg echt nicht. Was ist das, Markus? Ich dachte, ich höre schon so ein komisches Baby rumkrabbeln, ey. Ja, ich glaube, das dauert ein bisschen, bis die ersten Mutanten auftauchen, oder? Wieder nicht. Sicher. Im Moment will man auch schon eine Alarmbereitschaft jetzt bei jedem Geräusch. Das war ja damals meine Begrüßung zur Runde. Ich bin gespawnt mit euch und dann erstmal Kev so, da ist ein Muschi Klaus. Ja. Was brauche ich, um ein Speer zu bauen? Zwei Stöcke oder was? Yep. Und den verbesserten, da brauchst du hier einen Stoff und drei Knochen. Hm. Och ne, die Arschgesichter sind wieder da. Wie redest du von uns? Ich habe aber auch gerade gehört, dass irgendwas da gerade hergekommen ist. Lass mich raus. Oh, nicht schieben. Der Platz hier ist sehr begrenzt. Alter, die Mann. Pass auf. Ich hab ganz viele Freunde. Ich wollte extra ans Seil gehen, damit du nur oben Platz hast. Ich geh nämlich mal kurz auf Toilette. Ich bleib hier am Seil dran kleben. Okay. Er kriegt mich nicht, er kriegt mich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wir haben das eigentlich das letzte Mal gemacht, dass wir immer was zu essen und zu trinken hatten. Hat, glaube ich, mehr als genug da. Komm, wir hier rumrennen. Im Kreis. Weil wir hier oben hängen, Kev. Ich weiß, ich sehe es. Müssten die nicht irgendwann auch mal die Lust verlieren? Nee. Jetzt kommt sie hochgeklettert oder so. Nee, ich glaube, das können die nicht. Am Seil hochklettern können nicht. Die können nur an Bäume hochklettern direkt. Das Seil können die, glaube ich, nicht benutzen. Oder? Keine Ahnung. Was zu trinken hier. Ach, die hängt schon wieder, haut schon wieder ab. Aber hast du mal auf da. Was ist denn eigentlich dieser Ast mit dem Tropfen drauf beim Kombinieren? So einen habe ich jetzt weg. Yvonne.
Das mit Tropfen drauf. Ach so, das ist Baumharz. Okay. Ach, da wie halt ein Schnaps. Ja, im Zweifel einfach saufen. Ist verdammt eng hier oben. So. Der Kevin gönnt sich da heute einfach ein Fleisch und wir hier sind belagert, ne? Nee, ich habe mich gar nicht, ich habe kein Fleisch gegönnt. Ich habe tatsächlich nur noch zwei Arme und einen Kopf und einen Kopf hingehängt. Ich habe gerade einen erledigt. Ich komme hier nicht runter. Ja, das ist jetzt nicht mein Problem. Warte, ich guck mal, ob ich mit stehen die kann. Immer noch da unten oder was? Ja, ja. Ja. Ach, egal. Einfach, dass, dass sie zu zweit auf mich gehen. Ich kann mich nur einen von dem erledigen. Wir sind wieder unten. Ja. Yeah. Tot. Der erste ist tot, der zweite steht da hinten. Komm her, mein Freund. Das ist. Oh. Ihr lebt noch hoch drauf. Entschuldigung. Ja, sterbe. Jetzt hat das ja unsere Rüstung Kraft, ne, aus Knochen und sowas, muss man sagen. Ja, wir brauchen aber noch ein bisschen was für Futter. Auch vor allem ja für Trinken. Trinken ist eigentlich immer schwierig, fressen kriegst du eigentlich immer hier, aber zu trinken ist immer schwierig. Das ist das Problem, es regnet ja auch nicht. Wir haben jetzt drei Dinger mit Schö- mit wo die was hinbringen können. So. Ein kleines Bein. Das ist so fein. So muss das sein. Immer in die Gusche rein. So. Oh, hier ist ja noch jemand. Oh, ich bin zwischen irgendwo hängen geblieben. Scheiße. Ja, wie gesagt, die Treppe funktioniert nur, wenn du genau in der Mitte hochläufst, komischerweise. Links und rechts ist immer noch verbuggt. Hm. Links und rechts ist, als wäre es nicht existent. Warum auch immer. Du hast Hunger, finde was zum Essen, Alter. Ich habe doch gerade eben schon in den Bein geknabbert. Naja, alles. Geh mal hin. So. Wie spät haben wir es überhaupt? Kann mir das mal jemand sagen? Gleich eins oder so. Ne? Eins. Okay. Eine gute Stunde machen wir noch. Da haben wir. Ja, ja, 14 Uhr ist für mich Schluss, weil ich muss dann noch. Wohin du? Alles gut. Wir haben ja dann erstmal ein bisschen wieder Material an. Ja. Also zumindest für Faust. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt sagen muss, ey, die müssen morgen schon wieder raus, die Folge. Ich meine, selbst wenn GTA haben wir ja auch momentan noch mehr als genug. Wie gesagt, auch noch gut 2 Monate oder so. So. Ich freut mich aber auf jeden Fall, dass wir, wie gesagt, in Zukunft trotzdem Sonntag sowas zusammen machen. Schon wieder jemand. Ja, sagen wir mal so, wäre das ganz weggebrochen, irgendwo hätte mir persönlich was gefehlt. So. Komm jetzt hier. Aber. Hans und Heidi. Sind doch wieder mehrere, Alter. Mich hat es irgendwie leider gerade ein bisschen auf die Knie gelegt. Kann ich dir aufhelfen? Ja, ne? Ja, ja klar kannst du mir aufhelfen. Habe ich ja bei Baby eben auch gemacht. Geht aber so. Auch nur mit Medizin, oder? Nee. Glaub nicht. Ich glaube, du kannst quasi da dich befummeln lassen, was auch immer. Und oh, Baby, komm her, man kann dich befummeln lassen. Aber wo befummeln? Man könnte auch zum Beispiel, was eine Idee wäre, zum Beispiel zu dritt auch mal Dead by Daylight wieder spielen. Können wir auch machen. Das wäre mal eine Idee. Das ist ja auch locker machbar. Das kannst du auch zu zweit, zu dritt, zu viert spielen. Ja. Können wir gerne machen, solange es halt jeden Sonntag mal was anderes ist. Ich möchte halt einfach nicht mehr, dass wir jeden Sonntag das Gleiche machen. Ja, sowieso klar. Das ist die einzigste Bitte, die ich habe. Und dass wir halt größtenteils halt unter uns bleiben. Also wir also ich würde ja gerne, ich würde gerne nächste Woche dieses Racing-Team mal anhauen. Als bitte. Können wir gerne machen.
Ich habe Zeit Sonntag. Wir ja auch es gibt sogar Dreier-Teams, ne? Wegen mir rechnet man als drei, wenn man Teamplayer macht, drei. Ja, sowas zum Beispiel könnte kann man da gegen KI fahren, Yvonne? Ja, man kann auch gegen die andere Spieler. Muss man dann aber eine Party-Lobby machen. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also wenn es gegen KI ist, ist es ganz witzig, weil es ist ein bisschen wie Mario Kart. Nur Mario Kart ist ja halt blöd, weil Markus zum Beispiel keine Switch hat. Gut, da müsste ich hier ein bisschen umbauen, aber das wäre von der Technik durchaus möglich. Dass man hier ich habe keine Switch, ich habe nur eine Bitch. Das, die hast du nicht. So, ich bin Steine, 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 Steine. Ich liebe Steine. An Köpfen von anderen. So. Ich hab was angepflanzt. Wir mussten nicht mal pennen, es wird schon wieder hell. Ja, ist doch gut. Ich würde auch sagen, wir heben uns das Pennen wieder dafür auf, wenn es wirklich wieder hell, wieder dunkel ist. Ja. So. Weil ich glaube nämlich, dass das Pennen sich nämlich, ich recht in Erinnerung habe, das richtet sich nicht nach dem nach der Tageszeit, sondern das ist danach immer, glaube ich, 12 Stunden in Anführungsstrichen gesperrt. Also egal, welche Helligkeit das ist. Okay.